Jo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Fable Anniversary. Fable ist zwar alt, von glaube 2002, aber jetzt kam sozusagen die überarbeitete Version. Nennt sich halt Fable Anniversary. Das war wie mit Tomb Raider Anniversary, Teil 1 aufgebessert. Und ich freue mich, dass ich es bekommen habe. Und ich liebe Fable. Fable ist eine coole Reihe. Den einzigen Teil, den ich nie spielen konnte, war der zweite. Weil der zweite leider nur für Xbox rauskam. Also Xbox 360, glaube ich. Und nie für PC. Und bevor wir jetzt was machen, müssen wir... Oh, hier ist ja gar keine Maus. Also ich habe das gerade zum ersten Mal gestartet. Was... Alter, was ist das für eine Steuerung? Okay, ich habe hier wieder Maus, weil das Spiel ist irgendwie auf Controller ausgelegt und ich habe keinen. Ich werde ein bisschen in den Einstellungen rumfummeln und ich melde mich gleich wieder. Und ja, ich sag mal so, bis gleich. Jo Leute, und da sind wir auch schon wieder her. Ich krieg die Steuerung nicht eingestellt, da steht nur Maustastatur, aber A und B drücken wie beim Controller finde ich ein bisschen assi. Ob man die Steuerung echt überhaupt nicht einstellen kann, das weiß ich nicht, aber wenn ich halt auf Option gehe und gehe auf Steuerung Option und drücke, ich kann nichts einstellen und hier gibt es nichts weiter, hier gibt es dann nur halt, ja, finde ich ein bisschen assi. Naja, ich hoffe die Steuerung ist nicht zu schwer. So, Schwierigkeitsgrad wählen. Für Helden in Ausbildung spielt Fable Anniversary so, wie es ursprünglich war. Okay. Die wahre Prüfung für echte Helden. Nicht genug damit, dass es im Spiel keine Wiederbelebungsfusion gibt. Nein, die Gegner sind viel stärker und gesundheittrinkende seltener. Held, eure Gesundheit wird oft sehr niedrig sein. Nein, wir spielen natürlich... Man wollte eigentlich nicht feiges Huhn nehmen, aber bleibt ja nichts anderes übrig. Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was. Du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. Sprecht mit Personen, die auf eurer Karte einen grünen Punkt haben. Sie haben etwas Interessantes zu sagen und leuchten grün. Wenn ihr euch nähert, drückt Tabulator, um mit einer so gekennzeichneten Person zu sprechen. So. Ja, die Steuerung ist eigentlich ganz angenehm. So, wir müssen jetzt drei Taten... Also, wir brauchen drei Goldstücke. Wir werden auf die Spur eines Helden spielen. Wir sind keine Bösewicht. Wir töten nicht... Weil im Fable ist es üblich, dass man gut oder böse werden kann. Und wir spielen natürlich die gute Wahl, weil wir sind ein guter Mensch und das soll auch so bleiben. Oh, da schlägt man ja. Wie war das nochmal? Nee. Achso, Tabulator. Ich hab Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist.
muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte! Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Ja, natürlich suchen wir sie. So, es hat, sieht eigentlich vom Grafischen her sieht's natürlich besser aus als Fable normal. Aber ich finde die Grafik bis jetzt ganz okay. Und mal gucken, was sich alles geändert hat. Oh, da. Was ist mit dem los? Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Puh. Nehmt ihr sein Bestechungsgeld und begeht eine böse Tat? Obacht. Gerüchte machen in Oakville schnell die Runde. Natürlich sind wir ein guter Junge und kein Böse, deswegen sagen wir nein. Sag meiner Frau nichts davon. Sie darf das nie erfahren. Kleiner, das hättest du dir überlegen müssen, bevor du hier rummachst. Treue ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die in jeder Beziehung Nummer 1 sein sollte. Natürlich unter anderem auch Respekt und Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist ja das Haus von dem, oder? Na, da kommen wir gerade nicht rein. Also ich würde es auf jeden Fall gerne petzen. Vielleicht will man die Frau noch. So, ich weiß auf jeden Fall, später kann man auch Häuser kaufen und... Ja, wir machen erstmal ein paar andere Taten. Also hier für sie müssen wir die Rosi, den Bär, suchen. Und... Oh, damals hatten sie aber schon ein gewagtes Outfit. Wow, richtig nice. Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Leider scheint euer Beutel etwas leer zu sein, junger Herr. Ich will doch nur 3 Goldmünzen. Eurer Schwester werden sie schmecken. Vergiss nicht, dein Vater gibt dir Geld, wenn er gute Neuigkeiten über dich hört. Ja, wir brauchen 3 Goldstücke. Und... Was ist das für einer? Alter, das ist Bromskin. Ich find's geil, die sehen seine Handschuhe, Alter. Die sind fast größer als sein Kopf. Oh ja, haben wir noch eine also Aufgabe? Also ehrlich, wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Der Frau von ihrem untreuen Ehemann erzählt, aber sicher. Wir sind ein guter Junge und das machen wir natürlich. Wirklich? Also aus dem mache ich Balverine-Futter. Danke, junger Herr, für die Information. Ihr habt eure erste gute Tat vollbracht. Vergesst nicht, mit eurem Vater zu sprechen, um eure Belohnung zu erhalten. Ah, wir sind ein guter Junge. Und das soll auch so bleiben. Warte, bis ich den Lump in die Finger. Oh, warte mal, da will ich mal mitrennen. Wie sprintet denn der? Okay, irgendwie weiß ich nicht gerade, wie man sprintet. Nee, das ist anvisieren. Oh, da, ich will zugucken. Treuloser Bastard! Ich sollte sie dir abhacken! Beleidige mich nicht mehr! Meine Mutter hatte recht mit dir! Du weißt, ich habe nur Augen für dich, meine Süße. Wenn du glaubst, dass ich für dich koche und putze, während du mit deiner Schickse unterwegs bist, hast du dich aber geschnitten. Bitte, Liebes, ich kann alles erklären. Wer ist sie überhaupt? Eine Schnepfe aus dem Dorf? Jünger als ich, nicht wahr? Wir haben gar nichts gemacht, ehrlich. Nein. Treuloser Bastard! Ich sollte sie dir abhacken! Okay, jetzt beleidige mich wiederholt nicht die mehr. Sich nur noch. Meine Mutter hatte recht mit dir. Oh Mann. Tja. Was lernt ihr daraus? Bleibt treu? Nee, seid treu oder bleibt Single. Ganz einfach. Ich glaube, in den Häusern kommen wir nicht. Okay, suchen wir uns mal eine neue Tat. Da ist die Rosie. Das ist der Verkäufer. Hier hinten ist noch was Grünes.
Oh, ich habe Fable so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wo man den Teddy finden kann. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die zwei Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang. Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell, zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Falls du keine Angst hast, falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Komm schon, wir zerknüppern was. Nein. Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Wir sind ein guter Junge, Gut, ein ehrlicher Junge. Gut, sei doch so langweilig. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Nein, ich möchte ehrlich bleiben. Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Du bist ja so ein Langweiler. Ja, tschüss, geh mir nicht auf den Sack. Sorry, ich meine auf den Nerven. Fein, dann tu eben deine dummen guten Taten. Jo. Und da kommt er auch schon wieder. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Ich sag deinem Paps, was für ein toller Wächter du bist. Ja, und wir haben eine tolle Tat vollbracht. Mir ist egal, was da drin ist. Ich kann ja mal, wenn ich mal durchgespielt habe und die ganzen Parts zu Ende gemacht habe, kann ich ja mal ein böser Junge sein, so mit zusammengeschnittenen Sachen. Sofern ihr das wollt. Weil wir spielen, wie gesagt, den ehrlichen Weg und daran wird sich nichts ändern. Holt ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als er. Aber du siehst kräftig aus. Ich wette, du könntest ihn endgültig verjagen. Ihr könnt Charaktere nur dann angreifen, wenn sie rot markiert sind. Um einen nicht feindseligen Charakter anzugreifen, müsst ihr ihn durch Drücken der Leertaste fixieren und dann linke Maustaste drücken. Das tut weh! Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr. Danke sehr. Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Und da ist der Teddybär. Und wieder haben wir eine gute Tat vollbracht. So, wir geben erstmal den Teddy der kleinen... Ja, wie hieß die überhaupt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Miss Jackson. Wo ist die jetzt? Da ist der Verkäufer. Ach, die ist da unten, glaube ich. Da ist doch die Kleine. Ah, ich bin Pieksen. Fangen. Hallo. Dem Mädchen den Teddy geben? Ja. Du hast Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Komm, Rosie. Wir wechseln deine Füllung. Ah, das fühlt sich mal so gut, eine gute Tat zu vollbringen. So, wir haben eigentlich ein paar gemacht und wir gehen das jetzt unserem Papa erzählen. Schöne Sachen. Und dann kriegen wir Gold, dann kaufen wir Süßigkeiten. Und dann gehen wir unsere Schwester suchen. Also ein bisschen weiß ich noch von den Original-Fable und nur halt hier ist ein bisschen auch anders und bin mal gespannt, was anders ist. Hallo. Oh. Gut gemacht, Junge. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Hast du mit dem Händler gesprochen? Ihr habt jetzt genug Geld für ein Geschenk für eure Schwester. Das Symbol auf eurer Karte zeigt den Ort der Person, des Objekts oder des Ortes, wo ihr als nächstes hingehen solltet. Euer Hauptziel wird immer auf diese Weise angezeigt. So. Na, 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 na. Ich glaube, man kann sogar Hühner kicken. Oder ging das nur im dritten Teil? Ne, es ging doch schon im ersten. Da wird dann so eine Meter angezeigt, wie weit man das Huhn gekickt hat. Ob das eine böse Tat ist, weiß ich nicht. Ich mach's erstmal lieber nicht. Ne, warte mal, wir müssen zum Händler. Ah, das Dorf ist so schön. Wie die Häuser aussehen. Die haben so richtig Mühe gegeben. Wahnsinn.
Zu eurem Glück habe ich diese Süßigkeiten noch. Schnell, gebt mir 3 Goldstücke und sie gehören euch. Wie wäre es mit etwas Süßem für 3 Goldmünzen? Junger Herr, sie gehören euch. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Pralinen. So, das war's auch besonders viel. Hier gibt's eigentlich nichts mehr zu sehen, nichts zu machen. Deswegen müssen wir jetzt den Storyverlauf weitermachen. Natürlich machen wir nachher ein bisschen Nebenstory und erkunden die Welt. Und naja, an manchen Orten kommt man nur hin, wenn man die Story spielt. Also ich weiß nicht, was alle haben. Also ich finde so eine Grafik hier richtig gut. Müssen wir mal mit einem Original-Fabi vergleichen. Theresa. Hallo Schwester. Hallo kleiner Bruder. Hallo Schwester. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Die Pralinen der Schwester geben, ja. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Teresa, und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Warte, irgendwas ist hier faul. Räuber! Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt. Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Oh je, oh je. Ich wollte eigentlich gerade Feierabend machen, aber ich mache die Folge ein bisschen länger. Das ist schrecklich und ich merke jetzt schon, die Grafik sieht vom Original Fairway aus viel besser. Gut, ich erzähle jetzt nicht nochmal zwischen dem und Original. Wir machen uns lieber auf den Weg. Und anscheinend sind wir der einzige Überlebende. Was natürlich sehr traurig ist. Und alles tot, alles brennt. Krass. Scheiße. Kann der hier sprinten? Ich glaube, ich kann doch gar nicht sprinten. Oh Mann. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot.
Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace. Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald. Aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! So. Und da sind wir auch wieder. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den ersten Part beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, denn ich hoffe, es gefällt euch und ihr schaut auch eventuell weiter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar oder beziehungsweise einen Daumen hoch dalassen. Und wir sehen uns in Part 2 wieder beim Training in der Gilde. Beziehungsweise beim... Keine Ahnung, was das hier ist. Habe ich gerade einen Namen vergessen. Und ich sag mal auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao.